Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Kiez Konkret. Wir sind heute in Zehlendorf, genauer gesagt vor der Zehlendorfer Welle. Denn hier befinden sich nicht nur Ärzte, sondern in diesem Haus ist auch eine freie Schule. Die heißt Anne-Sophie und arbeitet nach einem ganz besonderen pädagogischen Konzept. Wie das genau aussieht, fragen wir jetzt die Schulleiterin Dr. Sabine Marsch. Frau Dr. Marsch, es ist jetzt früh am Morgen, 8.15 Uhr. Da haben Sie hier ein ganz besonderes Ritual, nämlich welches? Wir gehen jetzt bei den ganz Kleinen in den sogenannten Morgenkreis. Das ist hier das Lernhaus 1 bis 3, also Klassenstufen 1 bis 3. Und die treffen sich immer als allererstes Morgen alle gemeinsam und singen ein Lied, zählen durch, gucken, wer da ist, wer fehlt und besprechen den Tag. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Ganz genau. Good morning, good morning, good morning to you. Good morning, everybody, and how do you do? Good morning, good morning, good morning to you. Good morning, everybody, and how do you do? Good morning, good morning, good morning to you. Good morning, everybody, and how do you do? Frau Dr. Marsch, man merkt hier schon, wenn man reinkommt, dass hier vieles anders ist an der Freie Schule Anne-Sophie. Können Sie vielleicht das Konzept kurz umreißen? Ja, ganz wichtig ist, wir haben ganz viele Dinge nicht, die es an anderen Schulen ganz klar gibt. Also wir haben keine Klassenräume. Sie sehen hier ganz klar, wir haben ein Lernatelier, wo alle Kinder und auch die Lehrer, also die Kinder heißen bei uns Lernpartner, die Lehrer heißen Lernbegleiter, sich in einem Raum bewegen. Wir haben auch ein paar andere Räume, Kunstraum, Navi-Raum, Labor und so weiter, aber alles spielt sich eigentlich hier in diesem Lernatelier ab. Und das, was unser größtes Anliegen ist, ist unsere Lernpartner zur Selbstständigkeit zu bringen, zum autonomen Lernen. Und da mit ganz unterschiedlichen Methoden hinzukommen. Also wir haben keinen 45-Minuten-Rhythmus, dafür gibt es bei uns Inputs. Also wir treffen uns schon zentral zu einem Mathe-Input oder zu einem Deutsch-Input. Und da geht es stärker darum, zu faszinieren für ein Thema und weniger zu erklären. Die Erklärungen laufen dann individuell in kleineren Gruppen oder auch in einer 1-zu-1-Situation nach dem Input. Und das, was auch die ganz Kleinen schon lernen, ist, ihre Zeit zu planen. Also so wie gerade im Morgenkreis zu überlegen, okay, was steht denn heute an? Und dann gibt es immer freie Zeiten auch, wo keine Inputs stattfinden und auch die Zeiten werden geplant. Da gibt es ein Lerntagebuch, da tragen die Kinder selbst ein. Heute nach dem Mathe-Input mache ich trotzdem nicht Mathe, sondern mache erstmal Deutsch, weil da muss ich mich nachher drauf vorbereiten. Und klar, die ganz Kleinen fangen damit langsam an, die können anfangs noch nicht schreiben, lernen dann aber sehr schnell ein D für Deutsch reinzuschreiben, ein M für Mathe und planen dann nach und nach ihren Tag. Bei den Größeren, klar, die sind da selbst verantwortlich, haben aber genauso ein Lerntagebuch, schreiben da auch rein, wann sie was machen, welche Lernziele sie erreichen müssen. Und planen ihre freie Zeit während des Schultages dann auch. Was auch sofort auffällt, ist, dass es hier nicht Lehrer und Schüler heißt, sondern Lernbegleiter und Lernpartner. Ganz bewusst gewählt? Ja, ganz bewusst gewählt. Also unser Schulkonzept basiert auf oder ist ein Konzept von einem Schweizer, Peter Fratton. Und der hat schon vor 30 Jahren begonnen, Schulen zu gründen in der Schweiz. Nach einem ähnlichen Konzept oder hat dieses Konzept immer weiterentwickelt und hat irgendwann mal von einem Schüler gehört, der sagte, wenn ich schon Lehrer oder Schüler oder Schule höre, dann kommt es mir eigentlich schon zum Halse raus. Und er hat dann, das war, ich glaube, so Anfang der 80er, da hat man sehr viele Untersuchungen gemacht und den Hautwiderstand gemessen und auch geguckt, okay, auf welche Begriffe reagiert man wie. Und er hat das mal gemacht in einer Studie mit einer Menge Kindern und hat die gefragt und hat sie gefragt zu Lehrer, Schüler und so weiter. Und da stellte sich raus, dass das eben für viele wirklich schon so Reizwörter sind, wenn sie dieses System schon kennen. Und hat sich dann sehr bewusst entschieden, andere Begriffe zu nehmen. Also nicht Klassenraum, sondern Lernatelier, Lernbegleiter statt Lehrer, Lernpartner statt Schüler. Und so arbeiten wir hier auch mit diesen Begriffen. Welche Altersstufen haben Sie hier an der Schule? Wir haben im Moment die Klassen von 1 bis 10, also Altersstufen von 5 bis 16, 17 und gehen im nächsten Jahr das erste Mal in die Oberstufe. Also eröffnen das erste Mal eine 11. Klasse, eine 12. Klasse dann im Anschluss daran, gehen gleich ins Kurssystem und haben den Plan, gleichzeitig auch noch das Abitur nach 13 Jahren anzubieten.
Also sowohl eine 12-jährige, einen 12-jährigen Bildungsgang als einen 13-jährigen parallel laufen zu lassen. Sie sind eine freie Schule, also keine staatliche Schule. Was bedeutet das finanziell? Bekommen Sie Unterstützung vom Land Berlin? Im Moment nur zu einem ganz, ganz geringen Teil über den Wartezeitausgleich. Ansonsten trägt sich die Schule im Moment allein über die Stiftung, Stiftung Würth, die im Hintergrund steht oder auch die Schule gegründet hat. Und dahinter steckt der, ich sag mal, große Schrauben- und Werkzeughersteller Würth. Ist hier in Berlin nicht so bekannt, in Künzelsaus unsere Mutterschule. Da ist auch der Konzernsitz und da ist Würth natürlich bekannt. Was bedeutet das jetzt für Eltern, dass sie sicher was zahlen müssen, denke ich mal? Ja, also klar, bei allen privaten Schulen ist es so, dass da ein Schulbeitrag hintersteckt. Der ist bei uns einkommensabhängig, das ist auch ganz bewusst so gewählt. Also dass wir nicht gesagt haben, wir setzen den Schulbeitrag für alle auf dem gleichen Level an, sondern er ist am Einkommen orientiert und startet bei 100 Euro. Höchstsatz ist 950 Euro und im Moment haben wir aber einen Schnitt von etwa 300, 350 Euro. Also das heißt, wir haben eine ganz, ganz, ganz gemischte Elternschaft auch dahinter. Sie sind, wenn ich richtig informiert bin, seit gut einem Jahr hier in Berlin am Start, also unterrichten seit gut einem Jahr hier. Wie ist die Resonanz bislang? Können Sie da schon was zu sagen? Also wir sind tatsächlich schon seit 2 Jahren hier. Also wir sind jetzt in unserem dritten Jahr und das allererste Jahr war es eine ganz, ganz kleine Gruppe. Nur Sekundarstufe, 9 Lernpartner am Anfang, die sich auch noch nicht hier in diesen Räumen getroffen haben. Und erst im Laufe des Jahres haben wir die Räume hier bezogen und letztes Jahr zum Schuljahresstart hier die großen Räume übernommen. Und die Resonanz ist gut. Also wir haben viele Anmeldungen auch und haben im ersten Jahr oder vom ersten zum zweiten Jahr auch einen großen Sprung gemacht, von am Ende 15 Lernpartner auf 120. Und im Moment sind wir bei etwa 140 Lernpartnern und haben aber noch viel Kapazität, um auch weiter aufzubauen. Vielleicht noch mal kurz, um das zu betonen, auch für interessierte Eltern. Eventuell ist es schon so, dass Sie eine Privatschule sind, aber dass die Prüfungen, die hier abgelegt werden, natürlich staatlich sind. Ja, also wir sind im Moment in der sogenannten Anerkennungsphase, also wir sind im Moment staatlich genehmigte Ersatzschule. Also wir haben einen Antrag gestellt beim Land Berlin, unser Konzept vorgelegt und das Land Berlin hat gesagt, ja, das ist eine Schule, die genehmigen wir so. Und es gibt für alle Schulen, die so einen Antrag stellen, erstmal eine Wartefrist und in dieser Zeit sind wir gerade. Bis zum Ende dieser Wartefrist haben wir trotzdem ganz normal die gleichen Abschlüsse wie die anderen Schulen, also den mittleren Schulabschluss nach der 10 und dann auch das Abitur, was auch genau den gleichen Status hat wie an einer staatlichen Schule, aber bei uns im Moment als sogenannte Nichtschülerprüfung abgenommen werden muss. Das heißt, die Schulaufsicht kommt mit dazu, ist aber eine sehr gute Zusammenarbeit. Es sind an manchen Stellen die Prüfungsbedingungen ein bisschen andere, aber der Abschluss ist nachher genau der gleiche. Frau Dr. Marsch, wichtig ist natürlich Information, gerade bei einem so außergewöhnlichen pädagogischen Konzept, was ja wahrlich nicht viele kennen. Da bieten Sie in nächster Zeit Gelegenheiten? Ja, wir haben in regelmäßigen Abständen etwa einmal im Monat immer einen sogenannten Infoabend und immer im abwechselnden Rhythmus einen sogenannten Infonachmittag, wo wir Eltern und Lernpartner oder Schüler einladen, mal reinzukommen, sich mal anzuschauen, wie das hier läuft, wo die Kinder selber andere Kinder rumführen, wo unser Elternbeirat mit dabei ist und auch von Eltern zu Eltern ein Austausch stattfinden kann, wo die Lernbegleiter vorstellen, wie funktioniert das eigentlich und wo man die Räume und die Haltung und die Atmosphäre auch dann ein Stück weit mitbekommt. Bei den Infoabenden, da geht es vor allem darum, die Eltern über das Konzept zu informieren und bei den Infonachmittagen vor allem auch die Kinder hier mit herzubringen. Und da ist unser nächster Infonachmittag am 26.11. um 14.30 Uhr. Noch eine Frage zum Schluss, was die Lehrer oder wie es hier heißt, Lernbegleiter angeht. Sind das ganz normal staatlich geprüfte Lehrer, also mit dem ersten und dem zweiten Staatsexamen oder braucht man diese Ausbildung hier nicht? Doch, die braucht man auch. Also wir sind genauso verpflichtet wie alle anderen Schulen, dass unsere Lehrer eine Unterrichtsgenehmigung haben. Es sind überwiegend Lernbegleiter, die eine ganz klassische Lehrerausbildung haben, manche Quereinsteiger, die aber trotzdem eine Unterrichtsgenehmigung vom Land Berlin bekommen und gleichzeitig eben auch eine Menge Native Speaker, die eben einfach kein zweites Staatsexamen haben, weil sie ihre Ausbildung in Amerika oder in anderen englischsprachigen Ländern absolviert haben und jetzt hier bei uns sind.
Stimmt, der Unterricht ist ja auch zweisprachig. Das haben wir im Morgenkreis ja schon erleben können. Da wurde ja Englisch gesungen. Genau, also wir sind eine bilinguale Schule vom Lernjahr 1 bis zum Lernjahr 12 durchgehend und haben auch da ein besonderes Konzept, gerade in der Grundschule, wo es sehr stark darum geht, die Immersion zu leben, also möglichst häufig auch hin und her zu wechseln zwischen den Sprachen und nicht nur ein bestimmtes Fach auf Englisch anzubieten, sondern sowas wie der Morgenkreis oder auch ein Mittagessensritual oder Alltag auch auf Englisch zu leben. Vielen Dank, Frau Dr. Marsch. Unabhängiges Lernen, individuelle Förderung. Wie läuft das genau ab hier an der Schule? Wir schauen es uns an, also bleiben Sie bei uns.